Hier im Herzen von Melz, hier entsteht das Gemeinde- und Kulturzentrum. Zuerst einmal nicht unumstritten, ist jetzt direkt nach der Baugrube zwei Wochen vor der Grundsteinlegung einige Freude und Heiterkeit zu verspüren gewesen. Liebe Melzerinnen und Melzer, macht euch unvergesslich, das hat man auf der Gemeindeseite im Netz lesen. Nämlich mit einer Fotografie, die Generationen soll überdauern. Aus luftiger Höhe ist weiterhin gestanden, werde ein Bild von allen Anwesenden auf dem Dorfplatz geschossen und dann in der Folge in einer Zeitkapsel im Fundament des Gemeins- und Kulturzentrums einbetoniert. Das über dann zwei Wochen später. Könnt und macht mit. Und Melzerinnen und Melzer sind in Scharen hergeströmt. Alle Altersklassen. Freude beim Gemeindepräsidenten, beim Guido Fischer und bei vielen anderen. Blau und Gelb, funktioniert. Ja, super. Nein, das hätte man nie erwartet. Das ist super. Viel aufnehmen! Das hast du noch nie erlebt. So, nein, habe ich, so noch, habe ich noch nie gesehen. Ja, weißt du, machen sie auf, aber noch schneiden sie es raus. Weißt du? Denkst du, nichts mit rausschneiden. Viel zu interessant war es, der Event hier, der gezeigt hat, mit wie viel Begeisterung die Melzerinnen und Melzer in allen Altersklassen auf ihren neuen Dorfplatz gekommen sind. Aus luftiger Höhe ist jetzt eben ein Bild geschossen worden auf dem Dorfplatz von allen Anwesenden. Ein Bild von einer Zeitkapsel, die eben im Fundament des Gemeinde- und Kulturzentrums dann einbetoniert werden soll. Eben zwei Wochen später. Das war am 1. Juni und am 14. Juni ist dann eben die Grundsteinlegung. Zugleich ist dermal aber auch noch vier von 200 Jahren Melzer Dorfbrunnen. Also wirklich ein toller Event mit super Wetter, super Rahmenbedingungen und eben eitel Freude und Heiterkeit. Ja. Und wir überlassen jetzt einfach diesen Eindruck und der Melzer Musik. Thank you.
Viele Fotografen haben keine Mühe gescheucht, um die Leute unten zu büscheln, um ein gutes Bild herzukriegen. Gar nicht so einfach, hier alle herzukriegen, weil es soll ja eben ein Bild für die Ewigkeit sein. Ja, und dann hat man langsam das Gefühl gehabt, sei jetzt dann alles so ein kleines bisschen in Ordnung, man könnte ein Bild schiessen und dann ist Musik hier oben vom Podest in Aktion treten. Ein bedeutender Tag, sei das für Melz, hat der Gemeindepräsident Guido Fischer gesagt. Eben das Bild für die Ewigkeit, für die Zeitkapsel, für die Grundsteinlegung vom Gemeinde- und Kulturzentrum. Und weiter? Ja, das war's. Ich übergebe das Wort. Das Kommando am Stefan Bertsch für die Foti. Eins, sei bitte den Leuten, die auf dem Trottoir stehen, sie müssen reinstehen. Wunderbar. Und der Fünfte unter alle Ballons los. Alle miteinander zählen. Eins. Wir fahren jetzt über euch hinein, dass wir neu einen Moment über euch oben sind. Ein herrliches Bild, so viele schöne Leute auf dem Dorfplatz. Wunderbar! Jetzt müssen wir alle lachen! Jeder muss einen Moment in den Stuhl, jawohl! Lächeln! Wir ziehen eure Gesichter und wir ziehen eure Gesichter! Achtung, die Augen offen behalten! Lächeln! Der Jugendmann, er ist ein Gewinner! Juhui! Super! Jawohl, wir sind immer am Ende! Rufen mit dir!
das gute Neu bemelden. Und jetzt gehe ich zeitlich weiter mit Wurst und Wasser. Thank you.